So, dann machen wir jetzt das Lustige. Celine, du kannst es dann nachher angucken und dir gönnen und 100.000 Mal dich kaputt lachen. Also, Freunde, jetzt wird's witzig. Habe ich gehört. Ich habe gehört, jetzt wird's lustig. Jetzt wird's richtig lustig. Aus. Und zwar finde ich Kissen super cool. Und das ist ein Twitch-Kissen. Ja? Ein Kissen. Und wenn du überlegst, du hast ein Kissen, ist einfach so cool. Und dann stellst du dir vor, das Kissen will permanent mit dir schmusen. Und du musst, wenn das Kissen ein Lebewesen wäre, dann musst du es gut behandeln. Ja? Man denkt immer so, ach, ist doch nur irgendein Gegenstand, den man in die Ecke schmeißt. Aber stellt euch doch mal vor, ihr werdet ein Kissen, wie ihr euch da dann fühlen würdet. Das wisst ihr nicht. Ihr habt keine Ahnung, wie ihr euch als Kissen fühlen würdet. Und alle denken gerade so: Hä? Ist der noch ganz dicht? Was labert der? Was macht der da? Was stimmt mit dem Dude nicht? Ja, Freunde, es geht noch weiter. Es geht noch viel weiter. Hier habe ich einen. Twitch-Kissen. Hier habe ich ein rotes Kissen. Und hier habe ich ein blaues Kissen. Das sind alles Kissen. Und es fühlt sich schön weich an. Angenehm. Und wenn wir jetzt gucken, das Kissen, das hat keine Augen. Oder? Nee, hat keine Augen. Also dann lebt es nicht. Dann hat es keine Gefühle. Dann ist egal, ob man es durch Gegend wirft, dass man drauf tritt. Alles egal. Hier. Twitch. Hat Twitch-Auge. Hat es dann Gefühle? Wir haben keinen Plan. Deswegen habe ich gedacht, wie wäre das, wenn man ein Kissen wäre? Wie würde sich das anfühlen, wenn man ein Kissen wäre? Wie würde sich sowas anfühlen? Also habe ich gedacht, ich werde jetzt ein Kissen. Freunde, Weltpremiere für euch. Hallo, meine Freunde, ich bin ein Kissen. Und weil ich ein Kissen bin, werden wir jetzt gleich sehen, wie es sich anfühlt, ein Kissen zu sein. Jetzt ist schon ein Viewer weggegangen. So, Freunde. Jetzt kommt der lustige Part. Ich habe euch versprochen, ich mache was richtig Lustiges. Und das kommt jetzt. Es kommt jetzt einfach. Es kommt jetzt. Willkommen zum Pillow Simulator, Freunde, Pillow. Wir werden jetzt ein Spiel anzocken. Premiere. Wir werden jetzt ein Spiel anzocken. Es nennt sich Pillow Simulator.
Leben eines Kisten. Ach, Freunde, übrigens. Wenn auch noch nicht. So. Hallo, ich bin das Kissen. Press H to respawn, press R to restart. Okay. Was? Ah. Okay. Ach du Scheiße. Hey! Ach, ich bin mit der. Super Jackpot! Jackpot! Ach, das ist schön! Boah, ich kann mir einen Skin kaufen! Freunde, ich kann mir einen Skin kaufen! Mit C kann ich mir einen Skin kaufen! So. Aber jetzt müssen wir erstmal hier. Turn on TV. Ah ja. Oh, guck mal, der hat eine Xbox Series X. Gut. Kann ich heute Zeuge davon sein, wie es sich anfühlt, ein Kissen zu sein. Ein Kissen. Wirft ein Kissen in die Ecke, aber ein Kissen hat auch die Gefühle. Hier haben wir den Pillow Simulator, der dir genau zeigt, Punkte. Boah, guck mal, was es dir gibt. Boah, geil, krieg eine Corona-Maske. Guck mal. Ah, ich hätte gerne ich brauche ja schon Blut. Boah, krieg ich sogar eine super Edition. Boah, da kann er fliegen. Da kann ich ein weißes Kissen haben. Guck. Hier kann ich die Kissen upgraden. So, dann gehen wir, würde ich sagen, gehen wir mal runter. Stockwerk. Mensch, fliegt er mit der Auge und nutzt uns. Sei mal hier. Ach, wir hätten uns schon aufgefallen. Hey, da gibt's aber viele Zimmer. Was? Press E to grab. Was geht da?
Kaputt gemacht. Das trollt mich. So. Komm. Ah, der hat's. Jawohl. So, und jetzt. Aua. Ja, wie kann ich jetzt hier... Ach, du bist doch drin. Ja, der hat schon was vergessen.
jetzt Dusche. Wir gehen jetzt Dusche. Jetzt muss. Und jetzt muss ich aber. Nee. Also ich meine, das Spiel ist schließen. Aber ich sollte jetzt hier zum Beispiel das Abo. Das. Warte mal. Da gibt es jetzt die Welt, wenn du fertig hast, kannst du rausgehen. Da waren es nur noch vier. Alter, Pascal, mach doch den Scheißtrick aus. Ja, ich hab den Fernseher eingeschaltet, guck mal, und dann kommt. Hey, das ist aber auch mal das Ende. Ich hab einfach gedacht, ja, wenn die ganze Zeit
neue Cyberpunk. Dann müssen wir auch mal so ein richtige Triple-A-Team rauspacken. Deswegen habe ich mir dann von meinen guten Freunden mir ein Key gelassen. Spaß haben kann. Und da ist die Vase. Ja. Mein größtes Ziel geht in Erfüllung. Ich kann eine dritte Vase kaputt machen. Oder aus den Menschen. Aus den Menschen. Das heißt, ich kann jetzt ich kann mich jetzt. Ach, das muss ich hier rein. Hier muss ich rein. Oh. Jetzt geht's mir wieder gut. Jetzt bin ich wieder schön abgekühlt. Jetzt gehen wir noch in die Kühlküche. Und dann ist es. Ey! Es ist halt echt so. Es gibt jetzt neue Tasks. Ich kann sogar eine Bank ausrauben. Okay. Ich bin das Räuberkissen. Da gibt es ja noch ganz viele. Da können wir ja richtig Spaß haben. Ah, das sieht jetzt nice aus. Ne? So, Freunde, jetzt geht's raus. Boah, und ich glaube, mein Kissen ist schneller, weil das auch eine andere Materialbeschaffenheit hat. Raus! Meine Messe draußen! Weil mir natürlich ein kleines Kissen. Kommt mal da einfach rein. Ach Mann! Was war das?
Hat der Hund mich jetzt gekillt gerade? Nee, oder? Ey, Mann. Aber wir sind schneller, oder? Guck mal, Cyberpunk 2007. Cyberpunk 2007. Große Krabbe Pizza, ist die Pizza für dich und mich. Große Krabbe Pizza. Ey, du scheiß Hund, Mann! Pizza. Was ist ein Schmerz? Kommt mal dabei. Da werden die hässlichen Hunde. Oder gibt es einen Überraschung? Lieber Pizza. Das heißt, ich muss eine Pizza hier kaufen. Also Freunde, ich mach's geil. Ey! Soll ich mir nicht kicken? Mann, ist das... Hallo? Wie ist der ja! Nein! Hallo, ich will doch hier nur die Pizza zustellen. Als Kissen. Thank you.
Also, selbst wenn die Grafik einfach nur absolut in den Sack farbig wird, wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like da. Oder ein Follow oder ein Sub oder was auch immer. Schreibt geil oder schreibt what the heck. Wir machen jetzt wieder normal weiter. Das war die lustige Variante, die ich mir